Start frei. So, die Pferde offen sich ein zum Preis von Carcassonne. Fünfte Tagesprüfung, das vierte Rennen der heutigen V4-Wette mit Carla Haseler, die 1 Jochen Holmschuh mit der 2 Mai Josephine hinter Brüsten, die 3 läuft nicht. Die 4 Loringen, Ralf Oppo, die Campino, die 5 Robin Hood, Ino Dübelvier, die 6 Daniel Kloos, New Horizon, die 7 Michael Nimczyk und Ducati Express, die 8 Tim Schwammer. Bis zur Startmarke und das war dann jetzt auch der Startfehler zu Beginn von Carla Haseler. Die 1 hebt hier frühzeitig ab, besser macht es damals Josephine. Stute übernimmt hier das Kommando und Ducati Express an der Außenseite setzt dahinter dann jetzt frühzeitig nach. Geht vorbei bei Ducati Express. Der Hengst führte das Feld an mit anderthalb Längen dahinter bei Josephine. In der Verfolgerrolle die erste Durchgangszeit laut T116.1. Die dritte Position für New Horizon. Dahinter ist dann Campino in Lauerstellung. Und dahinter bleibt dann auch Ino Dübelvier als fünftes Pferd mit Anschluss dabei. Dann Loringen. Es ging uns dann am Ziel vorbei. Das Tempo deutlich runter vorne an der Spitze, das von Ducati Express hier angeschlagen wird. Mike Josephine lässt sich dahinter ziehen, dahinter 100, jetzt sind die beiden Favoriten 1-2. Ducati Express bringt das Feld jetzt in die Endgerade hinein. Campino dahinter in der Verfolgerrolle, versucht jetzt nicht da heranzugehen an Ducati Express. Es geht auf die letzten 200 Meter zu. Ducati Express ist vorne, dahinter Campino und so wird es auch über die Linie gehen. Vorne Ducati Express, dahinter Campino, der muss auf den Beinen gehalten werden. Dann ist das die Option vorbei an Mike Josephine. Ich glaube, das ist Feierabend. Nee, ich habe noch nach den Rennen 2 Proben. Da habe ich nicht reingeguckt, ich habe nur die Rennen angeguckt. Herzlichen Glückwunsch, Tim, starke Vorstellung. Und ja, sonst irgendwas auf dem Herzen? Nee, schönes Wetter. Dann bitte einmal hier herzlichen Applaus für Tim Schwammer, Grafik aus dem Besitz und Maria Beckmann trainiert.